Das Summer Game Fest ist vorbei, aber es gibt noch ein paar Sachen, die mir auf dem Herzen liegen. So konnte ich vor Ort ja auch ein paar Titel aus dem Hause Microsoft sehen. Da war zum Beispiel das neue Forza Motorsport, das mit seinem neuen Karrieremodus lockt. Mit Starfield geht's zu den Sternen und Indie-Fans sollten Dungeons of Hinterberg im Auge behalten. Doch anfangen möchte ich mit dem Spiel, welches eine eigene 45-minütige Vorstellung bekam, Starfield. Dass Bethesda Großartiges erschaffen kann, haben sie in der Vergangenheit schon oft genug bewiesen. Starfield könnte der nächste große Wurf werden. Mehrere Sonnensysteme, um die 1000 Planeten, die man erkunden, und dann noch eigene Raumschiffe, die man gestalten kann. Das dürfte für viele schon reichen, um den Hype anzukurbeln. Ja, und ich muss auch gestehen, dass mich die gezeigten Bilder und vor allem die tollen Panoramen beeindruckt haben. Und obwohl diese Vorstellung durchaus viel Neues zeigte, ließ sie mich dennoch mit vielen Fragen zurück. Allen voran die Sache mit den Planeten, beziehungsweise wie das funktionieren wird. Was wir gesehen haben, wie wir als Astronaut auf Planeten unterwegs sind und wie wir mit unserem Raumschiff im Weltall umherfliegen. Was wir bereits wissen, seit Juni 2022 ist bekannt, dass man mit seinem Raumschiff nicht nahtlos von der Planetenoberfläche abheben oder dort landen kann. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr auf einem Planeten landen oder von diesem starten wollt, werdet ihr den Landepunkt auf einer Karte auswählen müssen. Und dann wird es wahrscheinlich eine kurze Ladezeit geben. Kann man überall auf dem Planeten landen oder nur an dafür vorgesehenen Häfen? Laut Todd Howard ist es wohl möglich, überall zu landen. So zumindest seine Aussage im Sommer letzten Jahres. Auch hier bin ich gespannt, wie das funktionieren wird in Bezug auf das Areal, das man nach der Landung dann erkunden kann. Wird es zum Beispiel möglich sein, einen ganzen Planeten zu Fuß zu umrunden? Schließlich soll ja ziemlich viel der Planetenoberfläche zufallsgeneriert sein. Leider konnten wir abseits des Showcases auch keinen Blick auf das Spiel werfen oder mit den Entwicklern reden. Zwei Sachen sind nach dieser Starfield Direct für mich auf jeden Fall sehr klar. Ich freue mich auf das Spiel und Bethesda hat das klinisch sauberste Studio, das ich je gesehen habe. Ich bin mir ziemlich sicher, nirgends darf dort ein Döner oder Spaghetti Bolognese gegessen werden, um das weiße Interieur nicht zu beflecken. Von den Weiten des Alls kommen wir nun zu den heißen Reifen auf dem Asphalt. Lange haben sich Fans gedulden müssen, doch im Oktober wird es soweit sein und die Rennsimulation Forza Motorsport wird auf die Welt losgelassen. Mit dabei ein neuer Karrieremodus, der jetzt schon die Fangemeinde zu spalten scheint. Im Builders Cup, wie die Karriere heißt, gibt es unterschiedliche Tourkategorien, die dann wiederum verschiedene Rennserien beinhalten, die man nach und nach freischaltet. Jede dieser Rennserien muss man wohl mit einem Auto bestreiten, das man auflevelt und somit auch stärker macht. Doch gerade dieser Aspekt scheint einigen Fans nicht zu gefallen. Auf der Strecke verdient man nämlich für jede Kurve Auto-XP-Punkte. Aber eben nur für das jeweilige Auto, das man gerade fährt. Und über diese Punkte steigt man dann im Level auf und kann sie dann in neue, bessere Autoteile investieren, um die Performance und das Handling zu verbessern. Aber auch hier gilt, die XP-Punkte sind immer an ein Auto gebunden und nicht auf andere übertragbar. Entwickler Turn 10 Studios nennt das spielerisch CarPG, also quasi ein Autorollenspiel. Ich finde das System grundsätzlich erstmal nicht schlecht und auch nicht so viel anders als Geld, das man verdient, um es dann in sein Auto zu stecken. Wichtig wird sein zu sehen, wie sich das Ganze spielt. Denn wenn die Verbesserung eines einzelnen Autos auf stupiden und unspaßigen Grind hinausläuft, könnten die Unkenrufe im Vorfeld durchaus gerechtfertigt sein. Ich finde Karrieremodi in Rennspielen aber auch generell eher schwierig. Die Gratwanderung, hier etwas Gutes hinzubekommen, ist oftmals einfach nicht leicht. Zu guter Letzt will ich noch einen Blick auf Dungeons of Hinterberg werfen. Ein Spiel, bei dessen Trailer ich beim Summer Game Fest mir erstmal dachte, dass jemand bayerische Kultur auf die Schippe nimmt. Wie sich dann aber in einer Präsentation herausstellte, nimmt hier ein österreichischer Entwickler Alpenkultur generell auf die Schippe, was den Titel für mich schon wieder ursympathisch macht. Es ist ein Action-RPG mit Social-Sim-Elementen. Stell dir ein bisschen ein Zelda-like mit einer Prise Persona 5 vor. Es spielt in den österreichischen Alpen, in einem kleinen Dorf, das hinter
Winterberg heißt, ein Kaff, das früher ein Ski- und Wanderresort war, wo aber vor 3 Jahren 25 magische Dungeons aufgepoppt sind. Diese Dungeons ziehen Touristen und Abenteurerinnen aus aller Welt an, die dorthin kommen, um Puzzles zu lösen, mythische Monster zu slayen und tollen Loot zu finden und all diesen Kram. Und der Spielablauf ist ungefähr so, du stehst jeden Tag auf, du machst einen Urlaub in Hinterberg, du stehst jeden Tag auf, du nimmst dein Frühstück auf der Terrasse von deinem Bed and Breakfast ein, du gehst in eine von 4 verschiedenen Oberwelten, suchst dir dort einen Dungeon, findest einen Dungeon, gehst in den Dungeon rein, klopfst Monster, löst Puzzles und am Abend, wenn du dann zurückkommst nach Hinterberg, geht der Social-Teil los. Wir haben eine diverse Cast von bunten Figuren, also wenn du dir vorstellst, dass es Magie wirklich gäbe, das wird wahrscheinlich alle möglichen sehr eigenartigen Leute anziehen und du verbringst den Abend damit, dass du mit diesen Leuten abhängst. Also gehst auf einen Schnitzel oder in eine Après-Lay-Bar und baust Beziehungen zu Locals und zu anderen Touristinnen und Touristen auf. Diese Beziehungen sind ein bisschen dein Skilltree. Also du kriegst diverse Perks und Belohnungen dafür, dass du jeweils die nächste Beziehungsstufe mit jemandem erreichst. Wir planen das auch so, dass du ein bisschen entweder mehr socializen kannst oder weniger, je nachdem, wie du den Fokus legen willst. Spieler oder Spielerin kannst du überlegen, ob sie so ein Hardcore-Abenteuer Urlaub macht quasi und sie versucht, alle Dungeons möglichst schnell zu schaffen oder ob man es ein bisschen mehr relaxed angeht, dann vielleicht eher mehr mit Characters abhängt oder so. Also man kann da schon selber einen Fokus setzen, aber es bringt einem auf jeden Fall Perks, Items, Attacken und so weiter, wenn man auch in diese Beziehungen investiert. Wir hatten einen amerikanischen Journalisten, ich habe das Medium vergessen, aber der hat geschrieben, dass die Location für ihn fast exotischer ist als ein Durchschnitts-Fantasy-Spiel. Und genau das wollten wir. Ich meine, du hast eine Menge tolle Indie-Games, die dir zeigen, wie es ist, eine Zeit lang an einem Ort zu leben. Ich denke an Night in the Woods oder sowas in der Art. Aber es sind fast immer amerikanische Orte, die da dargestellt werden. Und wir haben uns gedacht, es gibt wahrscheinlich eine Nische genau für dieses alpenländische, zentraleuropäische, wo das als exotisch, aber auch als interessant wahrgenommen wird. Ich würde sehr gern Urlaub machen in dem Spiel, in, sagen wir mal, Taipei oder irgendwo in Belgien. Ich denke, die meisten haben das als eine Art Bereicherung gesehen. Das Humoristische ist, glaube ich, verstanden worden. Ja, ich glaube, also wir wählen oft mal, dass man Schnitzel essen gehen kann, weil Schnitzel kennen die Leute dann doch so. Und da kommen erstaunlich oft Lacher auch von den Leuten. Ja. Also ich glaube, es wird schon verstanden, dass es zumindest ein humoristischer Umgang irgendwie mit diesen Themen ist. Wir sind auf jeden Fall extrem aufgeregt, als wir in diesem Kino in Los Angeles gesessen sind. Meine Hände haben angefangen zu zittern. Es ist schon gigantisch. Und das ist toll, dass wir jetzt über das Spiel reden können, weil wir im 2020 ja die ersten Screenshots auf Social Media gestellt mussten, dann 2 Jahre lang ruhig sein und jetzt können wir endlich wieder was posten. Das ist schon ein Umbruch und das fühlt sich toll an. Grundsätzlich muss ich sagen, dass Microsoft ein gutes Showcase abgeliefert hat. Ja, es gab mir teils etwas zu viel CGI und wenig Gameplay zu sehen, aber da waren andere Shows schon schlimmer. Und viele der vorgestellten Spiele hatten den Zusatz Coming 2024, aber generell war da schon viel dabei, das mich interessiert hat. Ich hoffe bloß, dass bei vielen Titeln dann nicht nur die Vorfreude die schönste Freude ist.